Feuerdrama, US-Star Lea Michele muss aus Haus flüchten. Naturgewalten machen auch vor Stars nicht halt. Im Süden Kaliforniens wüten derzeit heftige Großflächenbrände, zahlreiche Anwohner fürchten um ihr Zuhause. Sie wurde bereits am Mittwochmorgen Opfer des Feuers, US-Sängerin Lea Michele, 31. Jetzt sprach sie öffentlich über den vielleicht furchteinflößendsten Moment ihres Lebens. Gegenüber The Hollywood Reporter schilderte der Ex-Glee-Star die dramatischen Minuten, in denen das Feuer immer näher rückte und sie aus ihrem Haus flüchten musste. Ich hatte nur 2 Minuten, um zu überlegen, was ich mitnehmen kann. Also habe ich mir meine Katze geschnappt und los ging's. Das heißt, auch ihrer Mieze geht es gut und vor einem materiellen Verlust hat offensichtlich keine Angst. Es spielt wirklich keine Rolle. Alles, womit du dich umgeben musst, sind die Menschen, die du liebst, verriet nur kurz nach ihrer Evakuierung. Ob sie dabei wohl an einen ganz bestimmten, geliebten Menschen dachte? Seit ein paar Monaten ist die New Year's Eve-Darstellerin mit ihrem langjährigen Kumpel zusammen. Auf Bildern posierte das Paar kürzlich bis über beiden Ohren verliebt. Seine Tür wird und ihrem Hauskätzchen also mit Sicherheit jederzeit offen stehen.